interessant in meinem Telefon. Und dann nehmen wir uns mal so ein Mikrofon hier. So, wir müssen jetzt hier auch mal kommentieren, hier auflaufen. So, dann begrüßen wir alle Zuschauer von FischTV ganz herzlich zu der Kreisliga-Partie am 29. Spieltag SV Post Schwerin gegen die zweite Vertretung der SG Dynamo Schwerin. Ein Spiel eigentlich um die goldene Ananas in der Schlussphase der Saison. Für Post kann es noch um den Aufstieg gehen, jedoch sind die Regularien noch nicht so ausgereift und so bekannt geworden, wer nun aus der Kreisliga alles in die neue Kreisoberliga aufsteigt. Für die zweite Vertretung der SG Dynamo geht es dann aber vielleicht doch noch richtig um den Aufstieg, nämlich in die Landesklasse, wenn man die eigene dritte noch an der Tabellenspitze einholen möchte, muss man heute hier gewinnen. Jedoch liegen da noch einige Sachen beim Schiedsrichter Obmann auf dem grünen Tisch, die zu klären sind. Spiele gegen Strahlendorf oder das Spiel vom vergangenen Freitag gegen Post Schwerin, die so noch nicht gewertet werden können. Da muss man abwarten, wie da die Ausschüsse noch entscheiden. Ja, die SG Dynamo hat natürlich nicht die Probleme, die der SV Post hat. Man kann immer wieder auf zahlreiche Spieler zurückgreifen. Drei Mannschaften hat man am Start. Und wenn dann mal ein, zwei Spieler ausfallen, kann man auch aus der zweiten oder dritten Mannschaft oder aus der ersten, wie gesagt, dann Spieler einfach mal dazu holen. Das sieht man heute, wenn wir vorne mal in den Sturm schauen, sehen wir Daniel Schmidt, der immer wieder für ein Tor gut ist, der sonst etatmäßig in der dritten Mannschaft unterwegs ist. Oder mit der 19 Sebastian Wilk, auch bei der dritten sonst unterwegs. Da hat der SV Post natürlich ganz andere Probleme. Also wenn man mit einem 15-16-Mann-Kader in die Saison steigt, dann kommen schon mal ein paar Verletzungen dazu. Die hat der SV Post die Saison zu Genüge gehabt. Und am vergangenen Freitag im Spiel gegen die SG Dynamo kam dann noch ein Platzverweis dazu von Michael Wilk, der somit heute nicht spielen kann. Glatt mit der fünften gelben Karte. Und dann ist es halt so, dass man auch einen Neuzugang, der im Winter kam, Robert Lange, aufstellen muss. Der hat 18 Jahre lang Wasserball gespielt, auch beim SV Post Schwerin. Dann spielt er halt mal von Anfang an heute in solchen Spielen, die vielleicht doch irgendwie noch wichtig sein können. Eben gesehen den Mann mit der 18, Stefan Lippmann. Auch lange nicht mehr beim Training gewesen, lange keine Spielpraxis mehr gesammelt. Aber immer für ein Tor gut auf der linken Außenbahn. Ich hasse Rotsünde. Ja, das war aber auch nicht, ne? So. So, das war der Kommentar von Frank Deichmann zu Michael Wild. Wie gesagt, er hat letztes Spiel die rote Karte gesehen. Und das gibt auch ordentlich was in die Mannschaftskasse. Da kommt Nobel. So ein Knackpunkt in der Dynamo-Mannschaft 2 ist sicherlich die lange Sperre für Enrico Palacek. Der ist mit weit über 40, 50 Toren die Saison schon dabei gewesen. Und Strahlendorf schiedsrichtermäßig einiges erlaubt, sodass der für 11 Monate gesperrt wurde. Somit fehlt natürlich die Tormaschine der zweiten Vertretung. Ähnlich ist es mit der Nummer 2 der SG Dynamo. Nur Schulle genannt. Der muss eigentlich noch eine gelbe Karte absitzen. Nur hat auch hier der Schiedsrichterausschuss noch kein Ergebnis gefunden. Erstmal machen wir Schritte.
Christoph Stark mit der Spieleröffnung, schön den Ballverlust. Und da hat man eben den Einsatz des Kapitäns der SV Post gesehen mit der 8, Tobias Mohr, Wechsel zur kommenden Saison, eben zu jener SG Dynamo, zur dritten Mannschaft. Stargi, mach mal Schritte, mach mal zu, den Raum vorne. Du sollst mal einen Ball dahin schießen, ne? Hier, zeig mal deinen Sport. Ich habe jetzt den zweiten Ball von Eintracht. Ja, ist so gut. So, wie wir sehen, der Trainer des SV Post, auch an dem ist einem Fußballer vorbeigegangen. Ja, an dieser Stelle dann vielleicht auch mal der Hinweis, die Planung bei dem SV Post Schwerin für die kommende Saison, egal in welcher Liga man spielt, ob in der Kreisliga oder in der Kreisoberliga, laufen da schon auf Hochtouren. Einige Verstärkungen sind schon in Planungen bzw. in Verhandlungen. Wer also Interesse hat, sich bei uns auszuprobieren, kann sich gerne bei uns melden. Man bekommt jegliche Infos dazu auf der Homepage svpost-schwerin.de. Gerne mal reinschauen, gerne mal beim Probetraining vorbeigucken. Kostet nichts, macht Spaß. Und im schönen sonnigen Wetter dann sonntags Fußball spielen. Und sich mit anderen Mannschaften messen. Das macht einfach Fates. Ja, bisher noch keine spannenden Aktionen hier zu sehen. Die Sonne steht auch schön zentral auf dem Platz. Macht das Spiel natürlich nicht viel einfacher. Beide Mannschaften versuchen sich abzutasten. Ähnlich wie schon am vergangenen Freitag. Da ging der SV Post dann nach 14 Minuten in Führung. Jetzt mal der Pass auf links auf Reisenauer, zurück auf Jonuscheid. Aber die Dynamo-Mannschaft ist natürlich auch für ihr fußballerisches Kämpferherz bekannt. Ja, wie eben schon erwähnt, 1-0 ging man am vergangenen Freitag in Führung. Dann gab es die rote Karte, auch das schon erwähnt, gegen Wilk. Und dann kamen noch einige Schiedsrichterentscheidungen dazu, die ungünstig für den SV Post Schwerin waren. Am Ende dann 3-1 für Dynamo 2. Und da gilt es natürlich heute wieder das Ruder in die eigene.